Hallo zusammen, ich habe hier eine Arctic-Batterie von Liontron und diese Arctic-Batterien haben die zwei Heizungen, eine vorne, eine hinten drin und Liontron sagt aus, dass so eine Heizung 18 Watt hat beziehungsweise 36, beide zusammen. Ich habe ja ein paar Messungen gemacht in den letzten paar Tagen und festgestellt, dass ich immer so 50 Watt Leistung habe. Warum dieser Unterschied? Wir als Schweizer haben ja einen riesen Vorteil. Wir lernen ja das Energiegesetz schon, wenn wir klein sind, so im Krabbelalter, wenn wir irgendwo rumkrabbeln mit den Windeln am Arsch und wir fassen irgendwo hin, dann heißt's pfui. Da denken wir nichts Schlimmes. Wir krabbeln weiter, kommen an einen Lichtschalter, da ist Elektrik drin, drücken da drauf, dann wird's hell. Drücken drauf, wird es wieder dunkel, das ist toll. Aber irgendwann, nach einer gewissen Zeit, heißt es dann wieder pfui. Da denken wir nicht zu heftig ans Energiegesetz. Wenn wir dann aber ganz still irgendwo im Eck sitzen, kacken uns in die Hosen oder wenigstens in die Windeln und keiner hat was gesehen, keiner hat gehört und plötzlich heißt es wieder von der Mama pfui. Ein paar Jahre später, so 10 Jahre später in der Grundschule, da sitzen wir dann in der Bank, popeln in der Nase, da sagt die Lehrerin, pfui, wenn ich in diesem Moment ans Energiegesetz denke, werde ich Elektriker. Ist nicht erwiesen, aber könnte ja möglich sein. Auch ein paar Jahre später, wenn ich dann so erregt bin und geladen bin, und mit Widerstand irgendwo hinfass, da heißt es wieder pfui. Da ist die Spannung weg. Aber kommen wir zurück zu dieser Heizung und dem Energiegesetz. Ich soll das visualisieren, hat es geheißen. Und das Energiegesetz, das ist wie auf der Straße, das ist so ein Dreieck, Achtung, ich hoffe, ihr seht es. Und wie heißt das Energiegesetz? Pui. P. U. I. Also P durch U mal I. P wie Leistung in Watt. U wie die Spannung in Volt. Und I wie Strom in Ampere. P wie Leistung oder Power oder Potenz. Im Italienischen hört sich das so an. Und wir haben ja bei dieser Heizung eine Leistung, also beide zusammen, von 36 Watt. Und wir haben eine Leistung von 12, eine Spannung von 12 Volt. Und so können wir den Strom I ausrechnen. 36 durch 12 gleich 3 Ampere. Und wir Schweizer haben ja einen anderen Vorteil. In der Grundschule, 2. Klasse, da lernen wir das ohmische Gesetz. Nicht bewusst, aber indirekt werden wir darauf vorbereitet, weil da müssen wir die 26 Kantone der Schweiz lernen. Und wir haben in der Schweiz ja einen Kanton in der Innerschweiz, wenn man Richtung Gotthard fährt, das ist der Kanton Uri. Und das ist dann auch wie das Energiegesetz U durch R mal I. Das heißt U für die Spannung, R für den ohmischen Widerstand oder den Widerstand und I für den Strom. Und bei dieser Heizung, gemäß Datenblatt vom Chinesen wahrscheinlich, haben wir U 12 Volt, I haben wir hier oben ausgerechnet 3 Ampere
Und wenn wir diese zwei Werte haben, in diesem Dreieck drin, zwei Werte haben, können wir ja den Widerstand ausrechnen dieser Heizung oder beider Heizung. Also 12 durch 3 gibt dann 4 Ohm. Ja, was ist jetzt der Unterschied? Also beide Heizungen zusammen 4 Ohm. Einzel lassen wir jetzt bleiben, weil wird zu kompliziert. Was ist der Unterschied zwischen den Heizungen, die Liontron im Datenblatt hat und die ich gemessen habe? Nichts. Es sind ja die gleichen Heizungen. Die, die ich gemessen habe, haben auch wieder 4 Ohm. Wenn ich jetzt aber 4 Ohm habe und ich habe nicht eine Spannung von 12 Volt, weil 12 Volt ist die Normspannung, sondern ich habe ja vom Ladegerät her eine Spannung von 14,4 Volt. Also heißt, ich habe hier oben nicht 12, sondern 14,4 Volt und ich habe wieder den ohmischen Widerstand 4 Ohm. Jetzt kann ich 14,4 durch 4 Ohm rechnen, dann komme ich, wenn ich messe, auf 3,6 Ampere. Wenn ich dann wieder aufs Leistungsgesetz gehe, Pui, P durch U mal I, und ich habe hier unten I mit 3,6 und ich habe U mit 14,4. Wenn ich 14,4 mal 3,6 rechne, macht das etwa 51,84 Watt. Das ist das, was ich bei den Heizungen bei Messtests gemessen habe. Also die Angaben von Liontron beziehen sich nicht auf die Realität, sondern auf die Datenblätter, die sie von diesem Heizungshersteller bekommen habt, weil die Normspannung ist 12 Volt. Bei uns im Test oder in der Realität, wenn ich lade, mit dem Ladegerät, ist es 14,4 Volt. Durch das habe ich statt 36 Watt halt 51,8 Watt. Wenn ich dann lade mit 14 Volt, dann habe ich eine Leistung etwa von 48 Watt. Aus diesem Grund die unterschiedlichen Angaben, ich habe auch mal irgendwo einen Kommentar geschrieben, 48 Watt von den Leistungen. Ja, ich bringe ein neues Video hier oben dann über die Temperatursensoren. Hier, klar, ein Video über die Heizleistung, wie lang, wie viel Leistungsbedarf habe ich. Hier die Liontron bei minus 30 Grad und dass die absolut nicht gebaut sind für Wintercamping. Ich wünsche euch einen schönen Tag.